Wann ist der beste Zeitpunkt für deine Sichtbarkeit? Also wirklich richtig aufzudrehen und zu sagen, hey, hier bin ich. Vielleicht bist du schon gestandener Unternehmer und es läuft richtig gut. Aber irgendwie siehst du, andere ziehen an dir vorbei, weil du es nicht geschafft hast, dich als Unternehmerin, als Unternehmer, als Berater, als Selbstständiger wirklich sichtbar zu machen. Dafür ist heute diese Folge, weil in dieser Folge kriegst du eine Checkliste, drei Punkte, wo du wirklich weißt, wann der Zeitpunkt da ist, aufzudrehen und die Sichtbarkeit zu gehen. Und es ist eine ganz spontane Folge, das siehst du vielleicht am Hintergrund. Wir sind gerade in Köln, gerade ein Keynote gemacht. Und als ich da hierher gelaufen bin, haben mich ganz, ganz viele auch von dem Festival noch gefragt, sag mal, Silke, wann ist denn dieser Zeitpunkt für Sichtbarkeit? Denn wenn ich mein Charisma entwickle, was ist damit beim Unternehmen? Sollte das dann blass bleiben? Kann ich das mitnehmen? Woher weiß ich, wann der richtige Zeitpunkt ist? So, und es sind drei Sachen, die ich dir auf alle Fälle mitgeben will. Die erste Geschichte für Sichtbarkeit ist, was bietest du an? Also ist es ein Bauchladenoffer oder hast du dich getraut, und es hat was mit Mut zu tun, zu sagen, das ist mein Offer, nicht noch das, das und das. Also wenn du zum Beispiel Unternehmer bist für Druckluftanlagen, dann kannst du noch nebenbei Yogalehrer sein und vielleicht auch noch eine Ernährungsberatung machen. Aber ganz ehrlich, das ist nicht die beste Idee. Es ist nicht die beste Idee. Beispielsweise bei uns in der Charisma-Schule, Laura hat ein riesiges Talent, Menschen in ihre Sprache zu bringen, in eine ganz klare, saubere, überzeugende, charismatische Sprache. Und das macht sie, indem sie Menschen zweisprachig macht, Hochdeutsch und Dialekte weg. Wenn sie aber sagen würde, ja, ich bin jetzt hier so Sprachstimmenrhetorik und wenn es irgendwie noch hinten kratzt am Ohr, das mache ich auch noch, das ist kein klares Offer. Du musst ganz klar sein in deinem Angebot. Und nur wenn du da einen Haken dran hast, ja, ganz klar, weiß ich, was ich tue und ich kann es in drei Sätzen erklären. Und eine gute Geschichte ist, stell dir immer vor, einen cleveren Jungen aus der dritten Klasse. Wenn der das versteht, was du machst, in drei Sätzen, check. Zweite Geschichte. Und das ist unglaublich, wie viele da sich vertüdeln. Es ist wichtig, dass du weißt, wem hilft dein Angebot? Wem hast du eine Lösung erarbeitet für sein Problem? Und ich höre das ganz oft, ich hatte es jetzt auch auf dem Weg hier, dass jemand sagt, ich helfe allen. Weißt du? Kennst du den alten Spruch? Wie ging denn der? Jedem recht getan. Jetzt habe ich es. Jedem recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Und das ist genau das, der Punkt. Beim Business ist es nicht nur so, ach na ja, da tue ich es nimmerbar, sondern das sind für dich absolute auch Umsatzeinbußen. Weil wenn du alles machst, machst du nichts richtig. Und Menschen suchen keine Lösung für alles, sondern für ihre eine Sache. Oder warst du schon mal im Autohaus und hast gesagt, Mensch, haben Sie nicht gleich noch irgendwie, ich hätte gerne noch Unterwäsche. Passend zum Auto. Das wäre super. Und dann würde ich gerne noch 2 Kilo Gouda kaufen. Macht doch keiner. Aber viele haben solche Angebote. Und das heißt, wenn du Unternehmer, Unternehmerin bist und Selbstständige, für eine Sache überlege, was ist deine Zielgruppe? Wie sind denn die? Hast du die Lösung für diese eine Zielgruppe? Und wenn du nicht weißt genau, wer das ist, der deine Lösung kaufen will, dann ist keine Zeit für Sichtbarkeit. Weil Bauchladen. Und da für viele ist so, ey, wie kriege ich ihn raus? Und dann machen die so Theorien und da werden Listen geschrieben, Konzepte gemacht, Studien betrieben. Frag doch einfach die Leute, was sie brauchen. Die wissen es. Einfach fragen, hey, brauchst du eine Lösung für deine Bestandskunden? Wie ist denn das? Bleiben die Kunden bei dir, ja oder nein? Ist eine einfache Frage. Ich komme aus Sachsen. Wenn jemand ein Dialekt spricht, kann man auch fragen, hey, bist du auch Unternehmer oder Unternehmerin? Möchtest du zweisprachig sein? Sächsisch und Hochdeutsch, dann kann man sich entscheiden. Aber die meisten machen einen riesen Affentanz mit großen Studien,
anstatt die Menschen zu fragen, für die man ja auch die Dienstleistung macht. Also mach sie doch einfach. Ich habe das jetzt auch gesehen auf dem Festival. Das sind 17.000 Menschen, die hast du vor der Nase. Und dann frag sie doch, was sie brauchen. Wenn sie zu uns kommen, die Charisma-Schule, an den Stand, dann sagen sie, was ist denn das? Und dann sagst du halt, wir sind die erste deutsche Charisma-Schule und wir helfen Unternehmen, dass sie mehr Ausstrahlung und Kraft entwickeln. Und zwar in ihrem echten Charisma und nicht in ihrem Arbeitsavatar, den sie gezüchtet haben. Denn der Arbeitsavatar sorgt dafür, dass man ausbrennt. Das echte Ich sorgt dafür, dass du in der Kraft bleibst. So, und dann fragen die schon nach und sagen, okay, und was passiert dann? Naja, kann man dann antworten, was passiert dann? Das bedeutet, dass wenn man weiß, wer der Unternehmer wirklich ist in seinem Inneren, kann man das Business feinjustieren, dass es wirklich passt, wie so eine Maßbluse oder so ein Maßanzug und nicht wie so eine, ich sage immer so, wie so eine Unterhose, die du in der Ritze hast, weißt du? Die die ganze Zeit so drückt, hast du auch, so. Und wenn du es ein bisschen eleganter brauchst, ich vergleiche diesen Arbeitsavatar immer mit so einem mega schicken Pullover, der super aussieht, aber kratzt wie die Hölle. Und den will man auch immer nur ausziehen. Und so ist das auch mit seinem Arbeitsavatar. Also, ganz wichtig, erkläre das, was du tust, A und B, was die Zielgruppe. Das muss klar sein. Es muss einfach klar sein, wir können am besten selbstständigen Beratern und Unternehmern helfen. Das ist unsere Kernzielgruppe. Wer ist denn deine? Weißt du das? Und der dritte Punkt hier in diesem, wir machen mal einen Podcast und es ist wirklich Freestyle, aber mir ganz wichtig, dir das nochmal jetzt mitzugeben, ist ein Punkt, den ich wieder und wieder höre und ich gebetsmühlenartig das sage. Hör bitte auf, dich bereit zu fühlen für Sichtbarkeit. Es kommt nicht der Zeitpunkt, wo einer so anklopft, so. Bist du bereit? Fühlst du dich bereit für Sichtbarkeit? Du, keiner fühlt sich da bereit. Nobody. Wenn du so auf der Bühne stehst und es geht gleich los, fühlst du dich da bereit? Null. Wenn du anfängst, oder wenn du Mama bist, weißt du noch, wie das war, als du in den Wehen lagst, hast du dich bereit gefühlt, ein Kind zu kriegen? Nein, die meisten wollen nach der dritten Presswehe nach Hause gehen und sagen dann, reicht, ich mache den Spaß nicht mehr mit. Wir fühlen uns nicht bereit. Nie. Dritter Punkt in der Checkliste ist, hör auf, dich bereit fühlen zu wollen und beschließe, bereit zu sein. Niemand steht vor der Bühne und sagt, ich fühle mich bereit, sondern du hast es beschlossen, du hast ein bisschen Schissel in der Buchse, ja, du willst es eigentlich nicht, du denkst, Kaffee wäre jetzt auch gut oder ich lese ein Buch oder ich lege mich wieder ins Bett. Nein, du hast es beschlossen, also ziehst durch. Und das ist der wichtigste Punkt. Der letzte ist der wichtigste Punkt für dich. Bitte hör auf, dir Märchen zu erzählen, dass du dich bereit fühlen musst. Ich fühle es noch nicht. Hör ich ganz auf, ich fühle es noch nicht. Ist egal, fühl es nicht und mach's trotzdem. Und wenn du diese drei Punkte hast, als Unternehmerin, als Unternehmer, als Berater, als Selbstständige, dass du sagst, check, mein Angebot ist glasklar. Zweitens, mir ist völlig klar, wem ich mein Angebot anbiete. Ich habe die absolute Klarheit über meine Zielgruppe. Check, zweiter Haken. Und die dritte Geschichte ist, ich habe beschlossen, bereit zu sein. Dann hast du deine drei Haken und dann kann ich dir sagen, jetzt ist Zeit für Sichtbarkeit. Und ich hoffe, dass dir das geholfen hat. Wenn du eine Frage hast, melde dich einfach bei uns. Wir freuen uns sehr. Hab eine gute Zeit und trau dich, du zu sein, deine Silke. Und ein Lächeln.